Meine sehr herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Manager Duells zusammen mit Steven. Moin. Ja, direkt in das Duell gegen PSG. Ich habe keine Ahnung, wie die sich jetzt aufgestellt haben, ob der jetzt deren komplette BF spielt oder CF vielleicht sogar. Gewinnt 4-1. Ja, vielleicht verkaufen wir Rafael Varane für 150 Millionen. Ja, das ist mal so eine Zwischennachricht. Wie die letzte Folge schon angekündigt, Eric Bailly wechselt zu uns. Klein hat auch akzeptiert für Paslak und 20 Millionen extra. Aber es werden halt die ganzen Jugendspieler, die halt davor waren, werden halt jetzt größer und größer. Das Spiel ist trotzdem auf einer konstanten Leistung. Fabian? Ja? Ich führe. Wie? Ich hab den Elite Cup gewonnen. Oh nein, als ob. 14 Punkte incoming. Und akzeptiert, ich habe neuen Spieler Bernardo Silva. Schön. Aus 14 macht man ganz leicht 15. Oh ja, Community Shield auch noch gewonnen. Alter, es ist jetzt die 17. Folge und ich habe League 2 Punkte. Nee, 2 Punkte doch. Doch, 2 Punkte, ja. Ich habe 3-1 gewonnen gegen Arsenal. Ich nehme für Rafael Guerrero an, Alter. Die bieten 60 Millionen, der ist 30 Millionen wert. Ganz klar. Oh, Maxwell Cornet ist auch verkauft. Geil, Alter. Der fliegt gerade schon mit dem Flieger. Ich kann ihn schon sehen. Ja, mit der B11 gegen Leicester City 4-1 gewonnen. Ja, so Sanchez halt Renato. Abdurrahman Babar halt links hinten. David De Gea für ein Jahr allein, Alter. Wie krass wäre das denn? So, wenn wir jetzt im FA Cup verlieren mit meiner A11. 1-1. Okay, ein europäisches Spiel gegen Barcelona. Ist das jetzt schon Champions Cup? What the fuck? Alter, bist du schon so weit? Ja, und 1-1 für das. Aber ich werde mir von United einfach De Gea holen. Ey, ich bin nur noch unentschieden, ne? Einfach 1-1, 0-0, 1-1. Warum hat Donnarumma nicht die 1? Oh, Eden Charles, Gaspar, Knoche, Bruma, Horn, Luis Gustavo, Gila Bugi, Hahn, Mali, Entep und Selke. 3-0 so gewonnen, gut. Alter, aus jetzt 3-0 auswärts, Fabian. Ich habe eine Stunde Zeit. Ja gut, ich habe ja eh genug Spieler. Neymar ist dann also weg. Eine Stunde hast du Zeit. Mhm. Also bei mir Kimmich schon eine 86, okay, aber auch. Also ich werde in der Wintertransferphase mich, glaube ich, nicht lange mit Transfers aufhalten, weil ich habe, wir sind jetzt in der 17. Folge, 18. Folge, müsste ich Wintertransferphase durchmachen und sonstiges. Mhm. Damit das einfach noch funktioniert. Ja. Und dann 20. Folge wird ja eh ein Special. Ich würde dann aber auch sagen, Steven, wenn wir bei der 19. Folge noch nicht durch sind, würde ich Kalendersimulation vielleicht machen. Ja. Ich bin, glaube ich, gerade 6. 8. Bin 1. Ich bin bei dir. Ich bräuchte nur Abwehrspieler. Ich werde mir definitiv für die Wintertransferphase Abwehrspieler noch aufschreiben. Ich versuche ja. Bin jetzt. Meine erste Niederlage in der Simulation seit langem. Und Wolfsburg. Okay. 2-0. Nice one. Also es läuft auch ohne Neymar relativ gut. Also inzwischen... Boah, verloren, Alter, gegen Barcelona. 12. August auf. Und die Leute sehen das wahrscheinlich erst im Dezember oder so. Ja, ist echt so. Oha. Aber wir haben auch echt lang vor... Wir haben jetzt echt lang vorproduziert. Ja, ist so. Sieg. Eine 2-1 Niederlage. Kimmich. 1-0 gegen Zenit verloren. Was ist denn jetzt los? 1-0 gegen Benfica verloren. Hä? So, darf ich jetzt noch ein Spiel machen? Ja, ich wollte dich auch fragen. Mann, das ist so behindert. Dybala und James, mein Sohn ist verletzt. So, komm ich. Oh, ich muss gegen Juventus mindestens unentschieden spielen. Schießen Elfmeter und Susu macht das 2-0. Wir gewinnen gegen einen direkten Titelkonkurrenten. Und ich würde einfach sagen, das war's mit der heutigen Folge. Okay, dann würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben, da steckt Fabian ab. Ne? Und ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ciao.